Ja, hallo, Lieben. Wenn das rauskommt, hier das Video, sind wahrscheinlich gerade noch ein paar Stunden für meine 22% Aktion zum Valentinstag. Schaut mal auf liebeschip.de vorbei. Ansonsten haben wir heute das Thema, ja, so Gaslighting des Grauens. Wobei ist eigentlich so das alltägliche Gaslighting, was man immer wieder so gern sieht, also dieses Sachen verdrehen und so, will da jetzt auch gar nicht im Einzelfall darüber angehen. Wir gehen einfach mal die Mail durch. Wollte auch nochmal sagen, ich unterstütze immer noch gern so neue dezentrale Bezahlsysteme, deswegen kannst du auch mit dem Code heute mit Kryptowährung, Bitcoin, Polygon, ein paar habe ich da drin, zahlen. Genau, und bekommst noch die Energy Booster Trunks dazu. Ja, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du aber auch über ein Formular auf liebeschip.de machen. Und es ist eine sehr lange Mail. Ich versuche die mal so ein bisschen zu straffen. Von der Zuschauerin: Hallo Christian, ich habe alle deine Videos gesehen, mehrere deiner Kurse gekauft und zwei deiner Bücher gelesen. Aktuell mache ich den Manifestationskurs und möchte danach den Glückskurs machen. Auch eine gute Kombi. Mein Leben hat sich durch dich sehr zum Positiven verändert. Ich bin weniger abhängig in meinen Beziehungen und habe mein Leben nice geil gemacht. So, ich hatte dir schon vor circa einem Monat eine Mail geschickt, allerdings hatte ich die Mail mit dem Bestätigungslink übersehen. Ja, wenn ihr mir Newsletter-Anmeldungen, Formulare, was weiß ich, schickt, aufgrund des sogenannten Double Opt-ins, müsst ihr dann immer nochmal auf die Bestätigung in den Mails nochmal klicken, sonst ist das sozusagen nicht abgeschlossen, die Sache. Und dann bekommt man vielleicht nicht auch so das, was man haben wollte. Gilt auch für den Rabattcode. So, ich habe die Beziehung, deshalb schreibe ich dir nochmal, mich würde sehr deine Einschätzung zu meiner letzten Beziehung interessieren. Und ich habe die Beziehung nach 5 Monaten, also die berühmten 200 Tage, wegen fast 200 Tage, wegen meiner mehrerer roter Flaggen beendet. Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich aus Bindungsangst überreagiert habe, da ich immer noch Liebeskummer habe. Ja, das ist immer so das Ding. Also das, du wendest jetzt mal Material an, gehst früher aus Beziehungen raus, vermute ich mal, wir gehen gleich mal durch. Und dann, also wenn man noch dabei ist, das zu lernen, hat man immer wieder diese Momente, bin ich zu streng. Also ich weiß eigentlich jetzt schon, dass du nicht zu streng bist, aber wir gehen es mal durch. Das ist ganz normal, ne? Vielleicht ist es auch Liebessucht. Liebeskummer hat ja immer was Liebessüchtiges. Kurz in meiner Vorgeschichte, ja, ich will das jetzt nicht abtun, aber die üblichen: Eltern nicht verfügbar, alle möglichen psychische Erkrankungen in der Familie, Drogen. Gut, belassen wir mal einfach dabei, müssen wir nicht alles vorlesen, denke ich. So, dann schreibst du noch deine Beziehungshistorie. Lassen wir mal auch so einfach mal stehen. So, dann ja, hast du an so einer Arbeitsstelle gearbeitet, hast da ja jetzt deinen letzten Freund kennengelernt. Als wir uns das erste Mal sahen, merkte ich sofort, dass ich ihm sehr gefiel. Ich konnte ihn sehr schlecht einschätzen und dachte mir, lass dich lieber nicht auf ihn ein. Wir sahen uns aber oft und ich lernte ihn als sehr hilfsbereiten, ruhigen, entspannten, lustigen Mann kennen und mochte ihn immer mehr. Wir freunden uns an. Nach 2 bis 3 Wochen sagte er mir, dass er sich verliebt habe. Ein paar Tage später küsste er mich. Wegen des kulturellen Unterschiedes, weiß ich nicht genau in welche Richtung, und weil er frisch geschieden war und Kinder hatte, hatte ich Bedenken. Deshalb sagte ich mir am nächsten Tag, dass ich lieber nur befreundet sein möchte. Also ich vermute mal, du meinst hier so Freundschaft plus dann so. Er sagte, es ist okay und reagierte verständnisvoll. Später erzählt er mir, dass er sehr traurig drüber war und deshalb geweint habe. Ach, warum immer so dramatisch gleich? Oh Gott. Es gibt ja auch Kulturen, wo Männer noch mehr so dieses bisschen dramatischer haben. Weiß nicht, vielleicht verstehe ich auch manche drauf, ich weiß es nicht. Aber egal, lassen wir es mal dabei. Ich finde es schon wieder sehr dramatisch auf jeden Fall. Und das ist nicht immer gut, ne? Also er hat geweint, gut. Weil du nur mit ihm befreundet sein willst. Am nächsten Tag verbrachten wir wieder den Abend zusammen und küssten uns wieder. Mir wäre es ja auch egal, wenn eine Frau sagt,
ja, lass uns nur befreundet sein, aber weiter Sex mit mir hat, mich küsst, wäre mir es auch egal, wie sie das nennt, ehrlich gesagt, wenn ich sie gut finde. Aber gut. Ab diesem Tag waren wir, deswegen macht die fucking Dating-Kurse, dass ihr diese ganzen Sachen versteht. An diesem Tag waren wir jeden Tag zusammen, schon eine Woche später zog ich in sein Zimmer. Ja, das ist auch wieder so typisch. Das ist was, was glaube ich auch ganz normal ist für viele Frauen, das ist jetzt wirklich ganz nett gemeint, gar nicht kritisch, nicht, dass jemand falsch versteht wieder, dass sie manchmal sagen, ach nee, ich weiß auch nicht und weiß nicht, ob ich dich wirklich will, aber küssen dich weiter, sind weiter körperlich, hey, das ist, dann ist alles auf einem guten Weg, ne? Alles dann einfach entspannt weiter daten, hat er ja auch gemacht, mit dem Wein verstehe ich zwar nicht, aber ja, und jetzt seid ihr zusammen, ne? Wunderbar. So, die Zeit mit ihm war sehr schön, er war sehr aufmerksam, offen, wir redeten viel, er ging auf mich ein, hat viel Humor, wir lachten viel, kaufte für uns ein, kochte für mich. Er machte mir viele Komplimente, sagte mir mehrmals täglich, dass er mich liebt und wir verbrachten fast jeden Abend zusammen. Ist alles ein bisschen viel, ne? Aber bis hierhin, alles okay. Die Indoor Olympics waren auch sehr schön. Mir sind da mehrere rote Flaggen aufgefallen. Gut, das ist ja auch, was ihr lernen sollt. Wegen denen ich die Beziehung nach 5 Monaten beendet habe. Da meine Eltern nach ihrer Scheidung mehrere toxische Beziehungen, Ehen hatten, bin ich recht misstrauisch. Ja, das muss man auch heutzutage sein. Die erste rote Flagge war Lovebombing. Okay, ja, das. Ich lese schon, dass du offensichtlich auch Modul 1 gemacht hast. Sehr gut, du wendest das an, genau richtig. Er sagte mir schon nach 2 Wochen, dass er mich liebt, dass er noch nie so verliebt war und sagte mir mehrmals täglich, dass er mich liebt. Gut analysiert. Sehr gut. So, und später Kinder mit mir haben möchte. Mittlerweile denke ich aber, dass er einfach sehr verliebt war und das vielleicht doch jetzt nicht so diese toxische Form vom Lovebombing war. Auch gut analysiert. Eine andere rote Flagge war Kritik. Er sagte zum Beispiel, jetzt geht's los, Leute. Warum hast du den Rock an? Warum hast du den Rock an? Das ist schon wieder so geil, ey. Oder Leute, ich kann das nicht mehr. Hast du Haare am Kinn? Ich kann das nicht mehr, Leute, ey. Verschont mich mit diesen E-Mails, ey. Ich dreh durch, ey. hast du Haare am Kinn? Ganz normal. Also, kann man nochmal fragen. Hast du Haare am Kinn? Okay, oder guck nicht so, sonst kommst du Falten. Oder okay. An deinen Oberschenkeln ist jetzt mehr Fett. Ich will das nicht mehr, Leute. Könnt ihr mich mal wieder Erfolgsmails schicken, bitte? Ey. Ich kann das echt nicht mehr. Ey. So. Ja, also ich meine, muss ich jetzt glaube ich nicht sagen, es ist komplett daneben. Hast du alles richtig gemacht, dass du ihn abgeschossen hast? Einfach nur ätzend, ne? Wirklich, wer sagt sowas, ey? Ich meine, wie kommen Leute darauf? Also wirklich, ja, gut, auch da gibt es natürlich eine Psychodynamik, sparen wir uns mal. So, vielleicht war er aber auch nur ehrlich, denn ich hatte etwas zugenommen, den Rock mochte er nicht und wenn ich gestresst gucke, bekomme ich eine Zornesfalte. Ja, du hast ja was über deine Kindheit geschrieben, ich vermute mal, du bist es gewöhnt, kritisiert zu werden und dann ist man unsicher, ob es denn nicht in Ordnung ist, aber wer sagt denn sowas in den ersten Monaten einer Beziehung? Ey, dann versuch mal einfach nett zu sein und den Partner mit seinen Macken anzunehmen und das gerade am Anfang fällt dir das ja auch leicht, weil man verknallt ist und was weiß ich. Und klar, später manchmal noch schwierig genug, aber das würde ich keinem, also ich habe wegen solchen Sachen auch schon Beziehungen beendet, wirklich, das ist, wer braucht das? Willst du dich von deinem eigenen Partner fertig machen lassen? So, weil du vielleicht bist du gerade ganz happy in der Beziehung, hast ein Kilo zugenommen und dann musst du dich da fertig machen lassen. Also ist ja okay, wenn man nach 10 Jahren mal sagt, du,
glaube, wir müssen mal wieder mehr Sport machen oder so. Aber am Anfang einer Beziehung hat das fucking nichts zu suchen, ne? Deshalb weiß ich nicht, ob es rote Flaggen sind. Das definierst du, das hast du für dich definiert. Für mich wären das rotissimo, flaggissimo, also wirklich. Ich würde mich aus heutiger Sicht auf einen Schritt umdrehen, würde sagen, hasta la vista, Baby. Du bist raus, hast deine Chance gehabt, viel Spaß, kannst jemand anders beleidigen, habe ich keinen Bock drauf, ne? Eine rote Flagge war Schweigebehandlung. Er war teilweise recht schnell enttäuscht und redete dann kaum mit mir. Ja, das macht so richtig Spaß in einer Beziehung. Zum Beispiel sagte ich mal morgens im Bett, während wir kuschelten, als der Wecker klingelte zum Spaß, oh, Schluss mit Kuscheln. Mein Gott, wie kannst du sowas sagen? Oh Gott, das ist ja, ich bin schockiert. Da hast du natürlich verdient, jetzt eine Schweigebehandlung. Danach redete er beim Frühstück nicht mehr mit mir und auf meine Nachfragen, was los sei, sagte er nichts. Ja, das ist richtig gute Beziehungskommunikation. Und sagte mehrmals, ich würde ständig ohne Grund Stress machen. Das ist Gaslighting. Er macht doch Stress. Du musst wieder nachfragen, was ist los? Was ist los? Es ist gar nichts, der Wecker hat geklingelt. Was ist los? Und dann, du machst Stress. Ah, das ist so geil, ey. Da kannst du aber nichts machen, ey. Das ist Ego und das kannst du nichts machen. Ey. Da muss er selber drauf kommen. Erst als ich sauer wurde, gab er zu, dass er wegen dem Spruch enttäuscht war. Das gleiche geschah ein paar Tage später wieder, weil ich mir morgens einen Kaffee machte, ohne ihn zu fragen, ob er auch einen möchte. Die Schweigebehandlung kam auch circa 10 Mal in 5 Monaten vor, meistens, wenn er wegen etwas enttäuscht war. Zum Beispiel, wenn ich mal zu spät kam oder einmal hatte ich ihm bei einer Frage genervt geantwortet. Ja, man darf ja genervt sein, das ist ja in Ordnung, aber wie gesagt, dann nicht zu kommunizieren und einfach zu schweigen. Auch kam es in den 5 Monaten ein paar Mal vor, dass er mich gegaslightet hat, um die Schuld umzukehren. Zum Beispiel sagt er mir, er geht kurz raus, um zu rauchen und komme gleich wieder. Dann war er 1,5 Stunden weg. Ist ja wie der Klassiker im Rauchen gehen, man kommt nie wieder. Rief mich plötzlich an, behauptete, wir hätten abgemacht, dass ich rauskomme. Also Gaslighting ist sowieso immer absolut so Grund, das sofort zu verlassen. Das kann einen so irritieren, ey, wenn man weiß, man hat da nicht drüber geredet. Und das hab ich doch gesagt, das haben wir doch abgesprochen. Das hast du doch gesagt. Du, natürlich darfst du 1,5 Stunden rausgehen, hast du doch gesagt. Und du weißt genau, du hast es nicht gesagt. Und das ist einfach so fucking irritierend, ey. Und weil ich nicht rausgekommen bin, sei er mit seinem Kollegen in den Park gegangen. Du bist schuld. Und dann habe ich noch eine andere Frau aufgerissen und wegen dir habe ich jetzt was Neues angefangen und na, Spaß steht ja nicht. Ja, wer braucht das? Und dass du das überhaupt nachdenkst. Also du machst das alles richtig. Das liegt einfach daran, weil du es gewöhnt bist aus deiner Familie, ne? Und weil ich nicht rausgekommen sei, ist er mit seinen Kollegen Park gegangen. Als ich sauer wurde, gab er direkt zu, dass er gelogen hat. Ja, schön, wenn man einen Partner hat, der erstmal gleich einen anlügt. Weil er angeblich Stress vermeiden wollte und entschuldigte sich bei mir. Ja, Entschuldigungen nützen ja nichts, wenn man es immer wieder macht, ne? Ein anderes Mal wollte ich mit ihm wegen einer Unstimmigkeit reden. Der behauptete ja plötzlich, dass ich gesagt hätte, dass er komisch guckt, obwohl das nicht stimmte. Er blieb auch bei dieser Behauptung. Es kam auch ein paar Mal vor, dass er mich ärgerte und mich auch etwas gekniffen hat. Ich will das nicht mehr lesen, ey. Gekniffen. Ach Gott, ey. Wirklich, also ich hätte nur einen Wunsch, sei noch viel schneller. Sofort abschießen die Leute, wirklich sofort, ey. Da bist nicht zu streng, wirklich, ey. Die müssen das echt lernen, ey. Gut, was kommt denn jetzt noch? Die E-Mail ist immer noch nicht vorbei. Ey. Ich halte das nicht mehr aus, Leute. Ey. Er blieb auch so mal gekniffen. Und wenn ich sagte, dass ich das nicht möchte, sagte er, ich verstehe keinen Spaß und mache Stress. Bist echt eine Mimose, wirklich. Ey. Oh Gott, ey. Okay. Gaslighting kam in den 5 Monaten 5 bis 7 Mal vor. Ja, das sind aber alles Dealbreaker. Das ist egal, wie oft das sind. Das sind alles Dealbreaker.
Und wenn das einmal vorgekommen wäre, wird schon reichen, würde ich echt sagen. Er hat mich auch dreimal angelogen. Aber man sieht, wenn du sagst fünfmal, ist es eben nicht 50 Mal. Also machst du schon alles richtig, ne? So, weswegen hat er dich angelogen? Zum Beispiel behauptete er, ein selbstgemaltes Bild in seinem Zimmer hätte seine Tochter gemalt. Dabei stand der Name der Ex-Frau auf dem Bild. Oh, das ist eine fucking Red Flag, wenn Leute so ohne Grund lügen. Dann weißt du, sie lügen, ich will mir jetzt nichts unterstellen, aber sie lügen eigentlich ständig und haben auch überhaupt kein Problem damit. Und dann weißt du, was Phase ist. Es ist sehr gut analysiert. Ein anderes Mal schob er die Verantwortung für Handy-Mahnung auf seine Ex-Frau. Ich weiß gar nicht, die Leute kommen ja immer so prima durchs Leben, sind immer sind die anderen schuld, alle Probleme sind die anderen schuld. Und man kommt damit wirklich erschreckend weit in unserer Welt, ne? Wegen der kleinen Lügen und dem Gaslighting verlor ich immer mehr das Vertrauen. Ich misstraute ihm, dachte häufig über Trennung nach. Zwischendurch war es natürlich auch wieder schön, aber deswegen haben wir dieses Konzept von Standards und Dealbreaker. Es ist egal, ob es zwischendurch schön war. Als er nach einem Einkauf nicht mit mir redete und ich ihn bestimmt 15 Mal fragte, was los ist, und er mir erst dann nach einer Stunde sagt, er wäre enttäuscht, weil ich andere Äpfel gekauft habe, als sie dir empfohlen hat. Dieser Mann, der würde dich fertig machen auf die Dauer, wirklich, ey. Reicht es mir, aber ich trennte mich am nächsten Tag. Da gehe ich doch wieder auf den Balkon und klatsche. Sehr gut. Zwei Tage später sprachen wir uns aus. Was hört da mal auf mit diesem Aussprechen? Du hast eine informierte Entscheidung getroffen. Du trennst dich. Da brauchst du dich nicht mehr aussprechen. Lass das doch. Gerade diese Aussprachen, die können manchmal so fucking gefährlich sein. Wirklich, lass das, ey. Dann fing er wieder an zu weinen und ich konnte ihn nicht beruhigen. Ich entschied mich, es nochmal zu probieren. Ja, ist ja gut, dass das zumindest nichts passiert ist. Dann hatten wir einen großen Streit. Also hast noch eine Runde gedreht. Woraufhin er laut wurde und eine Flasche auf den Boden warf. Ich sag's ja nur, ne? Wenn du jetzt meine platonische Freundin wärst, würde ich sagen, und du länger mit ihm zusammenbleiben würdest, würde ich sagen, ich hab's dir gesagt, dieser Typ hat sich nicht im Griff, er lügt, gaslightet dich. Ich hab's dir gesagt. Hatte ich gestern gerade mit einer Bekannten von mir, die auch in sowas komischem war, ich immer gesagt habe, ich hab's dir gesagt, du hast nicht drauf gehört. Ja, aber du hast ja schon mal drauf. Mangelnde Impulskontrolle, will keine Frau haben mit einem Mann, sollte keine Frau haben wollen. Entschuldigte danach mehrmals bei mir und es tat ihm sichtlich leid. Ja, aber das Muster ist ja hier klar, ne? Aber es ist trotzdem schön, dass er sich entschuldigt, aber wie gesagt, jeder macht mal Fehler, aber das ist diese Menge zu so einem frühen Zeitpunkt der Beziehung, das ist, wie man lernt, nicht mehr in toxische Beziehungen zu gehen, ne? So, dann, gut, das ging das Ganze jetzt noch hin und her. Hast den Versuch zu blockieren, das wurde natürlich auch nicht akzeptiert. Da mir aber meine Familie und eine Freundin davon abreden und ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, sagte ich ihm, dass ich das wegen fehlendem Vertrauen nicht nochmal probieren möchte. Ja, ist alles gut, aber du brauchst das nicht. Du hast das alles super analysiert und brauchst da keine Freunde und keine Familie, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich überreagiert habe. Guck gerne mal in die Kommentare unter diesem Video. Ich bin sicher, da wird keiner schreiben, was du überreagiert hast. Definitiv nicht. Zu Weihnachten hat er mir auch nochmal geschrieben. Ja. Ja. Aber ich habe nicht darauf geantwortet, weil ich auf null Kontakt bleiben möchte. Sehr gut. Hab jetzt seit ein paar Wochen sehe ich auch kein Social Media mehr von ihm und also bin wirklich auf null Kontakt und der Liebeskummer wird endlich besser. Ja, macht aber deinen fucking Liebeskummerkurs, wirklich. Das könnte euch da so viel Zeit sparen. Mich würde deine Einschätzung zu den roten Flaggen sehr interessieren. Ich glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Macht die fucking Kurse und noch bis heute 24 Uhr und ciao.